Ja, hallo Filmfreunde. Ich war heute mal wieder shoppen. Ich weiß, eigentlich kann ich es mir nicht leisten und ich hatte ja auch erst Filme gekauft bei Rebuy, da habe ich auch noch einige zu gucken. Aber ich musste einfach noch mal raus, weil bei uns, wie ihr wisst, läuft das alles nicht so gut im Moment. Und ich musste einfach noch mal raus. Ich musste mir einfach noch mal was kaufen. Deswegen war ich heute im Expert. Ich war im Saturn und ich war im Müller. Und dann habe ich so ein bisschen zugeschlagen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Haben wir einmal hier Voice from Stone, Ruf aus dem Jenseits. Das klang ganz gut, deswegen habe ich mir das mitgenommen. Da lasse ich mich mal überraschen, ob der was taugt. Ich habe keine Ahnung. Als nächstes haben wir Last Man on Earth. Das ist irgendwie so ein Mann, der wurde irgendwie allein zurückgelassen und der kämpft da jetzt allein. Keine Ahnung, also das klang irgendwie gut. Ja. Lass mich auch mal überraschen, der ist ja auch erst rausgekommen, der ist ja auch noch nicht so alt und ja. Dann als nächstes Clown Town. Ja, mal wieder ein Clown-Film. Ich hoffe, der ist nicht so langweilig wie die anderen Clown-Filme. Also ich weiß nicht, die anderen Clown-Filme haben mir irgendwie nicht so gefallen, die ich bisher so kenne. Ich hoffe einfach mal, dass der vielleicht ein bisschen besser ist. Ja, lass mich auch mal überraschen. Dann als nächstes ein Asylum-Film, Empire of the Sharks. Das ist irgendwie so ein Typ, der die Haie steuern kann. Keine Ahnung, ich habe den Trailer gesehen. Wahrscheinlich wieder Trash vom Feinsten. Kein Schimmer, ob der was taucht. Ich lasse mich mal überraschen. Und wenn er nicht gut sein sollte, der war nicht so teuer. Also dann ist es nicht so schlimm. Dann haben wir Red Christmas. Das ist ja bald Weihnachten. Dauert ja nicht mehr lang. In 2 Monaten schon wieder Weihnachten. Und ja, mal ein Weihnachtsfilm. Weiß ich auch nicht, ob der was taugt. Weihnachtsfilm für Hartgesottene. Naja, gut. Lass mich mal überraschen. Red Christmas. Dann U-Boot in Nord. Ja, da ist so ein Frachter gekentert und da ist ein U-Boot, das versucht, die Menschen da auf dem Frachter zu retten. Katastrophenfilm. Gucke ich ja auch wahnsinnig gerne. Ja, lass ich mich auch mal überraschen. Klang gut. Und ja. Dann als nächstes Überleben. Der klang auch ganz gut. Also so ein Typ, der tritt in der Wüste auf eine Mine. Ja, und dann kann er sich logischerweise nicht bewegen, weil wenn er sich bewegt, geht die Mine hoch. Ja, und da harrt er da tagelang an diesem Platz da aus, ohne sich zu bewegen. Und ja, also es klang wirklich gut. Und da bin ich auch richtig gespannt auf diesen Film. Also ich kann es gar nicht erwarten, mir den anzuschauen, weil es klang wirklich richtig gut. Ich hoffe, der ist auch so gut, wie er geklungen. Klingt, sorry, Deutsch ist nicht so einfach. Ja. Ich hoffe, der Film ist auch so gut, wie er klingt. So, jetzt habe ich. Ja, also der klang ganz gut. Überleben, bin ich mal gespannt. So, dann haben wir als nächstes Kidnap. Ja, das ist eine Frau, der ihre Tochter wird gekidnappt. Und ja, dann meldet sie das der Polizei und die Polizei glaubt ihr nicht. Und ja. Keiner hilft ihr und dann versucht sie halt auf eigene Faust ihr Kind zu retten. Klang auch ganz gut. Und ja, lass mich auch mal überraschen. Dann haben wir als nächstes Dementia. Ja, also so eine Frau, die geht zu so einem Mann, um ihn zu pflegen. Und der Mann, der merkt dann, dass mit der Frau irgendwas nicht stimmt. Und versucht dann halt Hilfe zu holen und es glaubt ihm keiner und ja. Klang auch ganz gut, deswegen habe ich mir den auch mal mitgenommen. Lass mich auch mal überraschen. Dann haben wir als nächstes Wrecker, der Truck. Ja, so eine Tussi, die wird von so einem Truckfahrer verfolgt. Hatte schon mal einen Film, wo es auch um so einen Truckfahrer ging. Ich weiß jetzt nicht, ob das der war, aber ich glaube nicht, weil der ist erst rausgekommen, wenn ich mich richtig informiert habe. Also die Rezensionen von dem Film sind ja nicht gerade gut. Aber er klang interessant, deswegen habe ich mir den jetzt einfach auch mal mitgenommen. Und ja, da lasse ich mich auch mal überraschen. So, dann kommen wir zum letzten. It Stains the Sands Red. Ja, das ist irgendwie so eine Tussi, die hat da einen Umweg genommen und jetzt wird sie von einem Zombie verfolgt. Das klang irgendwie ganz lustig, wo ich das durchgelesen habe. Ja, das ist halt diese Tussi da, die wird von einem Zombie verfolgt. Sieht man hier auch ganz gut auf dem Bild. Also, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie lustig vom Lesen her. Ich weiß nicht, ob der was taugt. Auf jeden Fall klingt sehr lustig. Und da lasse ich mich mal überraschen. Ja.
Und das war's auch schon. Was heißt schon? Hab ordentlich wieder Geld in den Wind geblasen, was ich mir eigentlich gar nicht leisten kann. Aber naja. Was tut man nicht, um so ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, wenn ihr wisst, was ich meine? Ja, ich danke euch dann wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ja, und man sieht sich. Bis denn. Ciao, ciao.